Literatur im Foyer mit Thea Dorn. Herzlich willkommen, liebe Freunde der Mitternacht, zu Hause und hier im alten E-Werk in Baden-Baden. Glaube, Liebe, Hoffnung oder naja, vielleicht doch eher Hoffnungslosigkeit. Diese drei Themen werden uns heute durch den ganzen Abend begleiten. Und eine Bevölkerungsgruppe gibt es, die soll sich zumindest im Glauben und im Hoffen ganz besonders gut auskennen. Und das sind die Nonnen. Wir haben heute Abend das Glück, eine echte Ex-Nonne zu Gast zu haben. Veronika Peters hat 12 Jahre lang in einem Benediktinerinnenkloster gelebt. Über diese Zeit hat sie ein Buch geschrieben, das auch bereits in den Bestsellerlisten ist. Klosterjahre, was in 2 Koffer passt. Wir werden heute mit ihr reden. Ebenfalls recht katholisch geht es in dem neuen Roman des Büchner-Preisträgers Arnold Stadler zu Komm, gehen wir. Allerdings regiert dort nicht die klösterliche Enthaltsamkeit, sondern die Liebe in Gestalt einer vertrackten Dreiecksgeschichte. Und wenn wir Glück haben, verrät uns der Autor ja auch vielleicht, ob die katholische Hoffnung auf eine geordnete Sexualität begründet ist. Doch zunächst freue ich mich auf den Mann, dessen Nachtzug nach Lissabon mittlerweile fast 2 Millionen Leser gefunden hat und damit eines der erfolgreichsten Bücher im deutschsprachigen Buchmarkt der letzten Jahre war. Jetzt hat er ein neues Buch geschrieben, eine Novelle mit dem Titel Lea. Herzlich willkommen, Pascal Mercier. Hallo. Herr Mercier, ich gestehe, es fällt mir etwas schwer, Sie so anzureden. Wir kennen uns nämlich gewissermaßen aus einem früheren Leben. Und es ist wirklich ein bisschen eine bizarre Geschichte, deshalb muss ich sie, glaube ich, erzählen. Wir haben beide am Philosophischen Institut der FU Berlin gearbeitet, meine Wenigkeit als Studentin und Assistentin. Herr Mercier als Peter Biri, sein wirklicher Name, Professor. Vor kurzem hat er beschlossen, dass er das jetzt aber auch gut sein lässt mit dem Professorendasein und wahrscheinlich nur noch Bücher schreiben wird, darüber reden wir vielleicht noch. Also deshalb einigen wir uns darauf, ich sage Herr Biri zu Ihnen und Sie dürfen mich nennen, wie Sie wollen. Okay. Das ist ein Angebot, ja? Gut. Okay. Aber über das Verhältnis Philosophie-Literatur werden wir später noch sprechen. Mhm. Jetzt reden wir erst mal ein wenig über das Buch, um das es gehen soll, nämlich Lea. 2 Männer in den besten Jahren, beide Berner, treffen sich zufällig in der Provence. Beide sind geschieden bzw. verwitwet. Beide haben je eine Tochter. Der eine war erfolgreicher Chirurg, der andere war ein erfolgreicher Biokybernetiker und beide stehen sie auf gewisse Weise ja, vor den Trümmern ihrer Biografie, ist vielleicht zu viel gesagt, aber haben doch eine deutliche Lebenskrise hinter sich. Und der eine, Martin van Vliet, beginnt nun sich zu öffnen, quasi sein Herz auszuschütten, dem anderen gegenüber, Adrian Herzog. Und im Zentrum dieser Erzählung von diesem Martin van Vliet steht dessen Tochter, eben jene Lea, die als Mädchen sehr verschlossen war in sich, fast eine Art kindlicher Depression wohl hatte nach dem Tod der Mutter und sich dann, als sie eine Straßengeigerin hört, in die Musik, in dieses Instrument, in die Geige verliebt. Sie wird dann auch Geigenvirtuosin werden. Also Musik spielt eine ganz wichtige Rolle in diesem Roman. Und Herr Biri, es ist ja nicht das erste Buch, wo Musik eine zentrale Rolle spielt. Schon bei der Klavierstimme nahm es einen großen Raum ein. Was ist Ihr Verhältnis zur Musik? Also ich bin in einem Musikerhaushalt aufgewachsen. Mein Vater war Komponist. Und das Schöne an diesem Elternhaus war, dass die klassische Musik auf ganz selbstverständliche Weise ein Teil des Lebens war. Ich kann mich gar nicht an ein Stück Leben erinnern, das nicht in irgendeinem Sinn eingefasst, geprägt, bestimmt gewesen wäre durch klassische Musik. Für mich ist sie immer mehr das Medium geworden im Kampf gegen Entfremdung. Also Musik ist eine Möglichkeit, sich zu sammeln, pointiert bei sich selber zu sein. Also wir verlieren uns ja ständig, jeden Tag auch wieder in verschiedene Formen der Entfremdung. Wir sagen, müssen ungeschickte Dinge tun, entfremdete Dinge tun. Und die Musik hat ein bisschen was von Meditation an sich. Es ist eine Möglichkeit, hinter die Zufälligkeiten und auch Frustrationen des Alltags zurückzutreten und sich auf sich selber zu besinnen. Und deswegen kommt
die Musik in diesem Buch auch so prominent vor. Denn das Buch handelt von der Zerbrechlichkeit des menschlichen Lebens. Davon, dass uns ganz vieles im Leben so leicht verrutschen kann. Das, was wir fühlen, das, was wir denken, was wir erinnern, unser Selbstbild, das, was wir tun und auch die Beziehung zu den anderen Menschen können verunglücken, dann werden die anderen uns fremd. Und ich wollte dieses Thema ganz konzentriert in diesem Buch möglichst direkt und furchtlos angehen. Und da nun für mich die Musik die Gegenbewegung zur Entfremdung ist, war die Idee, wenn es jetzt so ist, dass die Entfremdung und die Zerbrechlichkeit innerhalb der Musik aufbricht, dann ist das etwas besonders Dramatisches. Genau, weil es ist ja, also diese Lea fängt an, eine Geigenvirtuosin zu werden, aber sie entwickelt eine Leidenschaft für das Geigenspiel und für die Musik, die tatsächlich ja schon obsessive Züge annimmt. Oder sehe ich das richtig? Also dass eben genau diese Gefahr in der Musik, also glauben Sie, dass man sinnvollerweise davon sprechen kann, dass es einen Unterschied zwischen einer leidenschaftlichen Musikhingabe und einer obsessiven gibt? Oder ist das alles so gleitend? Das ist eine schwierige, ich weiß nicht, ob es diese Unterscheidung bei der Musik zwischen leidenschaftlich und obsessiv gibt. Ich würde das Wort obsessiv oder Obsession nicht gebrauchen, weil es eigentlich in den Wortschatz der Psychopathologie gehört. Und das ist bei Lea nicht so. Sie ist erstmal nur vollständig ausgefüllt von der Musik, von ihrer Bedeutung, auch von ihrer eigenen Begabung zur Musik. Und sie wehrt sich nun, und das ist in dem Sinn die Pointe von dem, was ich vorhin sagte, sie wehrt sich als Musikerin fremd oder indem sie der Musik in ihrem Leben so viel Platz einräumt, wehrt sie sich fremd. Und das ist das Schrecklichste, was passieren kann, wenn die Musik doch eigentlich der Ort ist, in dem die Fremdheit nicht sein sollte. Sie haben als Peter Biri unlängst ein großes Buch veröffentlicht, Handwerk der Freiheit, wo es um die Entdeckung des eigenen Willens geht. Natürlich ist das Thema Willensfreiheit da ein ganz zentrales. Das Gegenmodell zur Willensfreiheit ist ja zu sagen, der Mensch ist unfrei, er kann eigentlich nicht bestimmen, wie er handelt. Würden Sie sagen, in dieser Novelle jetzt haben Sie verschiedene Formen, wie Menschen eben nicht mehr Akteure sind, sondern zunehmend unfrei werden, beschrieben? Ich glaube, dass das in jedem Roman beschrieben wird. In jedem Roman, jede Erzählung davon, wie Menschen sich begegnen, ihr Leben handhaben, sich zu sich selber verhalten, jede solche Erzählung touchiert auf der einen Seite Facetten, wo das Leben und die innere Freiheit gelingt und andererseits Facetten, wo es nicht gelingt, wo so eher innere Monotonie herrscht, innerer Zwang, innere Widerständigkeit. Das ist also eigentlich generell so, aber es ist schon so, dass diese Novelle spricht zu dem Thema, in welchem Sinn und in welchem Ausmaß führen wir Regie über unser Leben. Also es ist ein Buch über Selbstbestimmtheit und ihre Grenzen. Eine weitere Figur, die Grenzen der Selbstbestimmtheit erlebt, ist ja nicht nur die Lea, sondern ihr Vater in jedem Fall auch. Er sagt an einer Stelle ganz drastisch, dass er der Sklave der Wünsche seiner Tochter geworden ist. An der Stelle habe ich mich gefragt, was für eine Rolle spielt es, dass es hier um eine Vater-Tochter-Beziehung geht. Also wäre der in einer ähnlichen Weise der Sklave der Wünsche eines Sohnes geworden oder spielt auf irgendeine merkwürdige Weise eben diese Beziehung, oder was ist das Besondere für Sie an dieser Vater-Tochter-Beziehung? Es ist eine Vater-Tochter-Beziehung geworden, weniger weil es eine Vater-Tochter-Beziehung werden sollte, als weil die Figur der Musikerin mir einfach das Mädchen zu sein schien. Das hat eine lange Geschichte in meiner Fantasie und ich hatte erst Lea und dann hatte ich den Vater dazu. Und ich hatte nicht die Idee, ich starte mit einer Vater-Tochter-Beziehung. Nein, also das könnte genauso bei einem Sohn sein. Der Vater ist jemand, der eigentlich keine Kinder wollte, dieser Vater. Weil er von sich sagt, er wisse nicht, wie das geht, die Verantwortung für jemand anderen zu übernehmen. Er wisse doch nicht mal, wie es geht, die Verantwortung für sich selber zu übernehmen. Und dann plötzlich sieht er sich einem Kind gegenüber, das diese enorme Begabung hat. Gleichzeitig aber auch
ein enorm fragiles Kind ist, denn der Geist von Lea fängt an, langsam sich zu verdunkeln. Das geschieht in winzigen Schritten, dass sie ein paar verrutschte Sätze sagt, dann sind sie ein bisschen mehr verrutscht und so weiter. Das könnte auch der Sohn sein. Dann wären einige der Empfindungen dann anders phrasiert und auch anders gefärbt. Aber im Prinzip wäre die Struktur dieselbe. In dem Buch wird auch gegenübergestellt einerseits die analytische Brillanz dieses Vaters, also Biokybernetiker, ja. Akademiker, und andererseits das musikalische Genie der Tochter, wo der Vater auch in einer gewissen Weise ja nicht direkt dran verzweifelt, aber er merkt, er kratzt da außen dran rum, er kann das nicht richtig, er findet diesen Weg in die Musik nicht hinein wie seine Tochter. Würden Sie nun sagen, dass Sie selber im Grunde so eine Zweierexistenz als einerseits der analytische Philosoph, andererseits der Romancier oder jetzt Novellist, würden Sie sagen, das kann man irgendwie vergleichen oder ist da der Weg nicht so weit zwischen Philosophie und Literatur? Ich erlebe das nicht als einen Bruch. Mhm. Das ist mir nur so gegangen, dass ich mitten im Leben, als ich Mitte 40 war, das Gefühl hatte, dieser zweite Teil, der sich mit der Fantasie beschäftigt, ich bin in meinem Leben zu kurz gekommen und das, ich wollte sozusagen ganz werden. Aber eigentlich in der Figur des Vaters ist es anders. Es ist ein Mann von hyperbolischer Intelligenz, ein algorithmischer Verstand. Und dann trifft er auf die Musik und die Leidenschaft zur Musik und vor allen Dingen trifft er in sich selber auf eine dunkle Unterströmung, der er nicht recht Herr wird, die er auch nicht recht versteht. Das Buch handelt auch in ganz zugespitzter Weise von den Grenzen der Selbsterkenntnis, des Selbstverstehens. Deshalb ist das Buch auch ein Buch über die Sprache der Gefühle. Denn die beiden Männer, der eine, der die Geschichte des Unglücks mit seiner Tochter erzählt, der andere, der zuhört und uns berichtet, was der andere berichtet hat, sind Menschen, die sagen von sich, dass sie die Sprache der Gefühle nie gelernt haben. Und das Buch ist im Grunde genommen auf einer Ebene, wird vorgeführt, wie zwei solche Menschen dann nach der Sprache suchen, um sich diese schwierigen Dinge zurechtzulegen. Sie taumeln, sie vergreifen sich, sie machen große Worte, dann wieder zu kleine Worte, ziehen zurück und so weiter. Also es ist in gewissem Sinn auch ein Buch über die Schwierigkeit, die Sprache der Gefühle zu beherrschen. Also ist es Realismus oder realistisch, dass diese beiden Männer sich in dieser Weise, sie treffen sich ja tatsächlich unter merkwürdigen, so exterritorial, in der, also ja, sind beide Berner treffen ja. sich in der ja. Provence. Also würden die sich tatsächlich so füreinander öffnen oder würden, ist es nicht eher vielleicht eine männliche Sehnsucht danach, diese Sprache der Gefühle in der Weise zu lernen, dass man sich so öffnen kann? Also es kann gut auch sein, dass es natürlich eine Sehnsucht ist. Ich glaube nicht, dass es unrealistisch ist. Wir kennen Männer oder Frauen hin oder her. Wir kennen die Erfahrung, dass man manchmal eine Zufallsbekanntschaft gegenüber, gerade weil man keine gemeinsame Geschichte mit ihr hat, sich besser öffnen kann, als wenn die Geschichte, die gemeinsame, die man hat, etwas diktiert. Aber das Thema, überhaupt jemand anders verstehen können, ist ja in all ihren Büchern, aber ja. in diesem Buch auch noch mal extrem ein Thema. Absolut. Und es tauchen auch zwei Figuren auf, das sind interessanterweise Frauenfiguren, von denen gesagt wird, also das eine ist die Geigenlehrerin, ja. die heiß und innig Geliebte der Tochter. Ja. Die sagt, sie hat eine Leidenschaft, verstehen zu wollen. Mhm. Dann gibt es eine Musikalienhändlerin, wo auch die erste Geige gekauft wird und die kann angeblich lesen wie in einem Buch. Kann man das tatsächlich? Also glauben Sie, es gibt Leute, die da eine Begabung haben? Oder würde der Philosoph sagen, letztlich geht das eigentlich sowieso nicht? Na, der Philosoph würde gar nichts sagen. also ex officio, in der Rolle des Philosophen hat der dazu gar nichts zu sagen. Wenn Sie mich fragen, dann fragen Sie mich einfach als einen Zeitgenossen, als einen, der irgendwie auch da sein Leben über die Bühne bringen muss. Nein, das ist auch nichts Mysteriöses. Also wir kennen das. Manchmal sind wir gut darin, selbst gut darin, jemanden zu erraten in dem, was er fühlt und denkt, vielleicht sogar besser, als er es selber weiß. Und manchmal ist es umgekehrt. Wir begegnen Menschen, die uns erraten können. Das ist nicht jeden Tag und das ist nicht oft, aber es gibt das. Und Katharina Walter bei der Musikalienhandlung, die ist einfach eine sehr lebenskluge Frau, die eine Sympathie hat für den Vater. Und die sieht ihm das an, was er jetzt für einen Fehler macht. Das gibt es.
Dieser Vater eben, der schlägt sich ja extrem mit dem Verdacht rum, dass er seine Tochter eigentlich nie verstanden hat. Wobei dieser Verdacht ja auch implementiert wird durch einen Arzt, der sagt, ihnen ging es doch überhaupt nie um die Tochter, wobei der Vater ja immer glaubte, es wäre ihm um die Tochter gegangen. Ihnen ging es eigentlich nur um sich selber. Ist das sozusagen dessen zentrale Lebenserschütterung zusätzlich zu all den tatsächlichen Katastrophen, die wir jetzt nicht verraten, die wirklich material in diesem Leben passieren, dieser Schock plötzlich zu sagen, aber ich dachte doch immer, es ging mir um meine Tochter und der sagt jetzt plötzlich, vielleicht ging es ihnen eigentlich nur um sich selber. Naja, Vorsicht, wir wissen nicht, was der Arzt sagt. Ja. Wir wissen nur, was der Vater denkt, dass der Arzt sagt. Auch das ist eine Dimension der Fremdheit. Ja, worüber der Vater erschrickt, ist, dass er die Tochter, für die er eigentlich alles tun möchte, als eine Fremde erlebt. Und sie wird ihm immer fremder. Und mit der Musik, aber auch ohne Musik. Und das ist die eigentliche Erschütterung, dass er in seinem Bedürfnis zu verstehen, um ihr gerecht werden zu können, um gewissermaßen die Liebe in die richtigen Bahnen lenken zu können, dass er den Eindruck hat, er macht alles falsch. Also gibt es in dem Buch einen immer wiederkehrenden Satz, der Mann sagt, was verdammt nochmal wissen wir schon. Das ist wie ein Refrain und damit meint er, wir sollten uns nicht vormachen, dass wir übereinander und über uns selbst mehr wissen, als tatsächlich der Fall ist. Es ist in diesem Sinn ein sehr skeptisches Buch. Und es ist klar, dass die Figuren so sein müssen, wenn das Thema Fremdheit und Zerbrechlichkeit ist. Zum Schluss eine letzte Frage. Vor kurzem war in den Zeitungen zu lesen, dass Sie also jetzt tatsächlich endgültig mit dem Professorendasein abschließen werden. Heißt das, dass Sie sich jetzt nur noch dem literarischen Schreiben widmen wollen oder hat das eher mit den institutionellen Gegebenheiten zu tun? Es hat vor allen Dingen damit zu tun, dass ich einfach mehr Zeit für mich haben möchte. Ich werde als nächstes versuchen, ein philosophisches Buch zu schreiben über Grundfragen der Philosophie und eine besondere Art, sie zur Sprache zu bringen. Aber ich will noch Sprachen lernen, Dolmetscher. Ich liebe es, Sprachen zu lernen. Es gibt wenige Dinge, bei denen ich so sehr bei mir selber bin. Und Sie wissen, da muss man einfach Zeit haben, man muss es regelmäßig machen können. Also es sind ganz einfache, schlichte Gründe, wo ich gesagt habe, jetzt möchte ich mehr freie Zeit haben. Und ich habe 35 Jahre Philosophie unterrichtet und das ist dann irgendwie auch genug. Herr Biri, wir sind leider auch am Ende. Herzlichen Dank für das Gespräch. Danke Ihnen auch. Gleich lassen wir uns von Veronika Peters mit ins Kloster nehmen. Aber vorher bleiben wir noch in dieser Welt und da schauen wir uns die Bestenliste an. Jeden Monat geben 31 Literaturkritiker den neu erschienenen Büchern Punkte, denen sie die meisten Leser wünschen. Die SWR Bestenliste Juni, Platz 10 bis 6. Drei Bücher auf Platz 10. Martin Walser, Das geschundene Tier, Rowohlt Verlag. Auf meinem Kopf wachsen tote Bäume. In meinem Herzen blüht Hass, aus meinem Mund stottert Stolz, der hat keine Ahnen. Drei Kriege habe ich verloren, schämen muss ich mich nicht. Und Annette Mingels, Romantiker, Dumont Verlag. Kurzgeschichten um die allgegenwärtige Liebe, die alles bewegt. Die Sonne und die Sterne, die Männer, die Frauen, dich und mich. Und Max Gold, Kuku, Rowohlt, Berlin Verlag. Kennen Sie nicht Kuku? Das steht für Quiet Quality, stille Güte. Ein neues Schlagwort aus den USA für alles, was nicht schreit und spritzt. So hieß es schon im letzten Buch von Max Gold. Jetzt ist diese Haltung auch bei uns angekommen. Und der Titanic-Kolumnist Max Gold, Ihr würdigster Vertreter. Platz 9. Hans-Joachim Schädlich. Vorbei. Rowohlt Verlag. Der Schriftsteller Stevenson, der Kunsthistoriker Winkelmann, der Komponist Rossetti. Drei Künstlererzählungen um finanzielle Not und den denkbar schlechtesten Augenblick des Todes. Platz 8. Sion, Schattenfuchs, S. Fischer Verlag. Sion alias Sigurjon B. Sigurdsson hat für Lars von Trier und Björk geschrieben. Sein schmaler Roman erzählt von einer Jagd, vom Jagdfieber, von der Verwandlung des Jägers in ein besonnenes Tier und vom Tod der Tochter und dem Unwillen, sie der Kirche zu überlassen. Platz 7. Paul Wühr, Dame Gott, Karl Hanser Verlag. Zum 80. Geburtstag Paul Wührs ein Gedichtband der letzten Fragen. Nach dem Ursprung der Schöpfung, nach dem Anfang des Dichtens. Eine poetische Geschichte der Gottessuche, die den Herrn in eine Dame verwandelt.
Platz 6. Natascha Radojcic. Halits Heimkehr, Berlin Verlag. Was als Heimkehrergeschichte beginnt, verwandelt sich zur Chronik eines angekündigten Todes. Genau besehen ist es eine alte Geschichte, die hier erzählt wird. Doch sie gelingt so gut, dass es scheint, als lese man sie zum ersten Mal. So Jurymitglied Eberhard Falke. Fortsetzung folgt. Mein nächster Gast wurde 1966 in Gießen geboren. Mit 15 bereits verließ sie das Elternhaus. Sie absolvierte dann eine Ausbildung zur Erzieherin und arbeitete in einem psychiatrischen Jugendheim. 1987, da war sie 21, beschloss sie, in ein Kloster zu gehen, und zwar in das Benediktinerinnenkloster Marienau. Und dort blieb sie fast 12 Jahre. Heute lebt sie mit Mann und Kind in Berlin. Und sie hat ihr erstes Buch veröffentlicht, was in zwei Koffer passt, Klosterjahre. Herzlich willkommen, Veronika Peters. Frau Peters, ich werde mir die erste Frage, die garantiert jedem sofort ins Hirn schießt und wahrscheinlich auch jedem sofort rausrutscht: Was um Himmels Willen treibt eine junge Frau in der Neuzeit ins Kloster? Die werde ich mir jetzt erstmal verkneifen, sondern will erstmal die Gelegenheit nutzen. Weil ich gebe zu, ich habe vom Alltagsleben einer Nonne, bis ich ihr Buch gelesen hatte, überhaupt keine Ahnung. Ich vermute mal, so geht es den meisten unserer Zuschauer. Deshalb wollen wir doch mal die Gelegenheit nutzen. Also, wie sieht denn der typische Alltag einer Nonne im 20. Jahrhundert aus oder im späten 20. Jahrhundert? Naja, da müsste man schon präzisieren, was eine Benediktinerin, für eine. Genau, denn es gibt so viele unterschiedliche Konzeptionen, dass ich sie gar nicht alle aufzählen könnte. Das ist eigentlich die Alltagsumsetzung des klassischen Ora et Labora, sag ich mal. Also das, wollen Sie genau den Tagesablauf wissen oder einfach nur generell? Ja, so die großen ist so Ideen. Genau, also die Idee ist ja so, dass die Benediktiner quasi spirituelle Zentren bilden. Das heißt, die Leute leben alle zusammen an einem Ort, arbeiten auch da und gestalten eben ihr klösterliches Leben vor Ort alle zusammen. Das bedeutet, dass eben auch der ganze Tag durchsetzt ist von Gebets- und Arbeitszeiten, Zeiten des Alleinseins, Zeiten der Gemeinschaft. Das ist eben kein reiner Schweigeorden. Ist eben auch dieses Miteinander ist auch einer der Schwerpunkte. Und ja, konkret steht man morgens auf, dass man um 6 Uhr. Wann denn genau? Das ist so, ja, also das ist, war noch relativ. Die Leute stellen sich das noch schlimmer vor. Um 5:30, wenn man schnell ist, steht, und wenn man um 6 in der Kirche ist, dann hat man das. Und gibt es dann auch so eine richtig feste Bettgehenszeit? Also nein, es gibt eine Zeit, wann das Programm zu Ende ist, aber, aber nein, das ist schon noch in die Entscheidung der Einzelnen gestellt. Ja. Und die Tätigkeiten, also in dem Buch wird es am Schluss darum gehen, dass ihnen plötzlich eine Tätigkeit in die Quere kam, die ihnen gar nicht passte, dann reden wir aber später drüber. Aber so die klassischen Tätigkeiten sind schon erstmal so wie unser einzig, also Wein haben sie jetzt, glaube ich, nicht angebaut oder Bier auch nicht gebraut, aber Klostergarten, nee. Obst. Ja, es liegt eben in der Natur der Sache, dass eben Tätigkeiten gewählt werden, die man innerhalb dieses Terrains ausüben kann, die aber auch gleichzeitig das Ganze mitgestalten und prägen. Also in der Regel haben Benediktinerinnen Abteien im Gästehaus, sprich, wo Leute Urlaub machen können oder es werden irgendwelche Kurse angeboten, je nachdem, was für Referentin man da im eigenen Haus hat. Also sind da schon mal ein paar Leute für zuständig. Es muss schlicht gekocht werden. Dann gibt es Gärten, dann gibt es oft Kunstwerkstätten, wo die Leute arbeiten, sind immer wieder auch einige wissenschaftlich tätig, Übersetzerinnen oder irgendwelche geisteswissenschaftliche Dinge. Und könnte da Dinge. Jetzt meinetwegen jemand wie ich als Schriftstellerin sagen, mein Leben ist sowas von anstrengend und dieser ganze Kram auch mit Büchersendung, ich habe die Schnauze voll, ich gehe jetzt ins Kloster, da habe ich endlich meine Ruhe zum Schreiben. Würden die so jemanden nehmen? Wahrscheinlich nicht, oder? Frau Dorn, ich möchte Sie da jetzt nicht, versuchen Sie es doch einfach. Aber also meiner Einschätzung nach, wahrscheinlich würden Sie Ihnen doch noch ein paar mehr Fragen stellen oder Ihnen anbieten, sagen, Frau Dorn, wir haben ein schönes Gästehaus, da können Sie sich auch zurückziehen und haben Ihre Ruhe, da müssen Sie sich nicht die ganze Klostersache noch, nein, es ist schon, nein, man wird schon, wenn man sich für dieses Leben interessiert und zwar so ernsthaft interessiert, dass man den Versuch starten will, dort mitzuleben oder hineinzuwachsen, ist erstaunlicherweise erstmal mehr Widerstand als irgendwelche Lockangebote da. Jedenfalls, ich kann nur erzählen, wie ich es erlebt habe. Sie beschreiben ja sehr drastisch auch, dass es da heftige Konflikte, also es ist jetzt gar nicht so, wie wir es uns vielleicht auch im Klischee vorstellen, dass diese ganzen Nonnen alle in großer Liebe und Solidarität den ganzen Tag da durch die Gemäuer schweben, sondern im Gegenteil, das schien da doch heftigere Konflikte zu geben.
Ja, ich meine, man muss sich das mal ganz konkret vorstellen. Da leben auch irgendwie 30 bis 40 Frauen an einem Ort und die natürlich einen gemeinsamen Weg gehen möchten, ein gemeinsames Ziel haben und so. Aber das ist, also ich hätte mir mehr Sorgen gemacht, wenn es da keine Konflikte gegeben hätte, weil das wäre ja Sie zitieren auch nicht normal. Eine Nonne, von der Sie sagen, es war eine kluge Nonne, und die sagt, das Leben in einem Frauenkloster ist unbedingt als neurosefördernd zu bezeichnen. Können Sie mir einen Gefallen tun? Zitieren Sie den nächsten Satz auch noch. Okay, ist eigentlich schöner, wenn man da Schluss macht. Aber gut, ich lese den anderen auch noch vor. Allerdings gehen die echten Neurotikerinnen meistens wieder weg, bevor es richtig schlimm wird. Ja. Okay, das war mir jetzt schon wichtig. Gut. Würden Sie auch, also in der Kombination, würden Sie den Satz unterschreiben? In gewisser Weise ja. Weil natürlich diese extreme Lebensform und natürlich auch extrem religiöse Lebensform natürlich auch immer wieder Leute anzieht, die für die, die ihre religiöse, es ist schwierig zu sagen, ich will jetzt auch, ich mache immer ungern Aussagen über den Glauben anderer Leute, weil ich immer finde, das muss jeder für sich, aber es gibt ja nun auch religiösen Fanatismus, der für die Leute selber vielleicht nicht so gesund ist, ohne das bewerten zu wollen. Und was man eben dort auch braucht, und das fand ich auch ganz erfrischend und auch sehr gesund, ist eben auch eine gewisse Normalität trotz aller Radikalität. Also man braucht zum Beispiel, muss relativ gesund sein, was jetzt sein Sozialverhalten angeht. Man muss schon in der Lage sein, irgendwie ein kommunitäres Leben zu führen. Andererseits, klar, ist eben auch durch eben auch diese Zeiten der Stille und auch der Konfrontation mit sich selber, mit seiner religiösen Suche, was man ja auch nicht so voneinander trennen kann, ist schon so, dass man wie einen Spiegel vorgehalten bekommt. Und das ist natürlich für eventuelle Neurosebegabungen ein guter Acker zum Aufblühen, muss man mal so sagen. Ja, das kann auch da passieren. Aber wie gesagt, die Leute werden eben auch begleitet. Und ich kann, wie gesagt, nur für einen Ort sprechen, wo ich gelebt habe. Wobei ich, ohne Sie korrigieren zu wollen, natürlich die Ortsnamen und so verschlüsselt sind, weil Sie das... Ich vermute die Namen der Schwestern auch. Ja, selbstverständlich. Ja. Ja. Aber sehen Sie, jetzt habe ich gerade meinen Faden verloren. Dann stelle ich Ihnen einfach die nächste Frage. Ja, machen Sie das doch mal. Genau. Sie sind relativ spät zum katholischen Glauben überhaupt erst gekommen. Das ist ja vielleicht überraschend, weil man würde ja annehmen, also eine Frau, die mit 21 den dramatischen oder drastischen Entschluss fasst, ins Kloster zu gehen, die war wahrscheinlich schon ab ganz klein immer in der katholischen Kirche. Das war bei Ihnen gar nicht so. Nein, das ist auch gar nicht so unbedingt die Regel. Also man hat, also ich treffe auch immer auf die Vorstellung, man ist irgendwie ganz katholisch erzogen und wollte schon irgendwie mit 6 irgendwie Nonne werden und hatte eine ganz liebe Kindergartennonne und die Kette setzt sich sofort. Nein, gar nicht. Das ist auch gar nicht unbedingt die Regel, dass da nur also Mädchen aus gut katholischem Hause sind, sondern ich bin dort auf Leute getroffen, die eben auf der Suche waren. Und ich bin relativ spät zum katholischen Glauben gekommen, weil ich es einfach vorher, ich habe mich nicht dafür interessiert, muss ich gestehen. Ich war eine ganze Zeit lang auf der Suche nach mehr, so eine Art Lebenszunge, habe dabei auch sehr schräge Dinge ausprobiert, auch sehr interessante. Und habe im Katholizismus eigentlich, was mich daran fasziniert hat, muss ich sagen, ist als zum Ersten gewesen die Liturgie. Diese gestaltete Feier mit diesen alten Texten. Ich spreche jetzt mal nicht so von so etwas moderneren Gottesdienstlieder. Wer das mag, ist ja schön. Aber für mich hatten eben diese alten Texte eine Kraft, die ich in aller subjektiven, frommen Formulierung ein bisschen vermisst habe. Und da hat mich wirklich diese auch ganz alte Tradition, in die man sich da einreiht, hat mich fasziniert. Und eben auch so, das ist natürlich auch eine Frage der Identifikation, zugehörig zu sein zu einer solchen Gemeinschaft. Also das hat mich schon... Es ist ja auffällig, wenn man sich die Sachbuch-Bestsellerliste der letzten Wochen anguckt, sind sehr, sehr weit oben der Papst, ein Pilger, also Herr Kerkeling als Pilger und Sie jetzt als Nonne oder eben ehemalige Nonne. Glauben Sie, dass es tatsächlich offensichtlich in breiteren Schichten unserer Bevölkerung wie so eine Rückbesinnung nach dieser Form von Spiritualität gibt? Also es war ja lange die Rede davon, so irgendwie dieser ganze New Wave, New Age, jeder bastelt sich so seine Spiritualität mit ein bisschen Buddhismus und ein bisschen dies und ein bisschen das zusammen. Glauben Sie, dass es tatsächlich so eine Rückbesinnung gibt auf sozusagen diese urwüchsige Form, wo vielleicht eben der Katholizismus das beste Angebot ist? Ich weiß es nicht genau. Wir könnten uns wahrscheinlich auch den Rest des Abends unterhalten, ob der Katholizismus das beste Angebot ist. Aber ich weiß es nicht. Ich glaube, dass
Menschen immer auch Suchende waren, dass sich das auch durch die Geschichte durchzieht. Vielleicht ist es jetzt ein bisschen so, dass man nach dieser New Age-Welle versucht, ein bisschen sich vielleicht die Quellen auch oder ein bisschen in die Wurzeln auch unserer Kultur vielleicht zu gehen. Und das auch, das kann ich so nicht sagen. Ich bin selber, muss ich gestehen, überrascht, also freudig überrascht natürlich, wie groß das Interesse an diesem Thema ist. Weil als bei mir eben so die erste Idee kam, im Gespräch mit Freunden dieses Buch zu schreiben, hatte ich erst die Vorstellung, wer soll sich denn für so eine abwegige Geschichte interessieren? Und ich bin eigentlich sehr erstaunt und auch sehr froh, dass doch da ganz viele Leute sind, die und kommen bei Lesungen oder so viele zu Ihnen, die auch tatsächlich dann so anschließend beim Gespräch oder so sagen, Mensch, Frau Peters, ich spiele eigentlich auch mit dem Gedanken? Nein, gar nicht. Mhm. Es kommen viele, die sich eben auch für diese Glaubenssuche interessieren und die diese Geschichte auch lesen als das, was sie vielleicht auch ist, eine Entwicklungsgeschichte innerhalb einer religiösen Biografie. Es kommen ganz viele Leute, die auch irre neugierig sind, aufs Klosterleben und dann so ganz neckische Details. Die wollen doch bestimmt immer wissen, wie geht das mit der Sexualität oder mit der Nicht-Sexualität? Ja, das schon, genau, das auch. Wie geht das und, denn? Bitte? Wie geht das denn? Wie das geht mit der Sexualität? Also so wie das im Großen und Ganzen nein, so mit den Bienchen draußen in der Welt geht, das hat mir mal jemand beigebracht. Nein, Entschuldigung, ich versuche mal jetzt zu groß zurückzufragen. es ist, ich glaube, was eben auch sehr schwer zu erklären ist, dass sich bei einer Entscheidung oder aber auch beim Leben im Kloster eben der Fokus nicht auf dem Verzicht ist. Also ich habe niemanden getroffen, der keine Lust auf Sex hatte oder keine Lust auf Männer oder auch Frauen, je nachdem, wie man da, wie man das gestalten möchte. Es ist so, es sind sehr unterschiedliche Leute da, aber jeden, den ich dort getroffen habe, der wollte was, nicht was lassen, sondern was bekommen oder die wollte was. Also der Fokus liegt nicht darauf. Und es ist natürlich eine Auseinandersetzung, die man immer wieder führt, auch mit sich selber. Es ist ein Preis, den man bereit ist zu zahlen. Und das ist ein hoher Preis. Und das fällt einem mal schwerer, mal leichter. Wobei man auch sagen muss, dass die klösterliche Gesellschaft sich natürlich unter anderem auch dadurch von der unsrigen unterscheidet, dass sie eben nicht so durchsexualisiert ist wie unsere. Spielt also, das eine Rolle für Sie? Weil das fand ich eine spannende Stelle im Buch, wo Sie mal, da haben Sie bereits die volle Nonnentracht an, einen Ausflug in das benachbarte Dorf machen. Und da stehen Sie dann irgendwie vor so einem klassischen Werbeplakat, wie alle kennen es, wo viel nacktes, gebräuntes Fleisch für, ich weiß nicht, Kontaktlinsen oder Badeöl wirbt. Und eine Nonne sagt irgendwie, nee, also das ist ja irgendwie widerlich, da bleibe ich doch lieber in meiner in meinen Nonnenklamotten. Naja, spielen solche Erwägungen für Sie eine Rolle? Nein, ich habe eigentlich erst über diese Dinge angefangen nachzudenken in dieser Welt drin. Ich habe diese Szene bewusst auch gewählt, weil eben diese Nonne, die steht eben nicht davor und sagt, das ist ja eklig, sondern die sagt, warum tut die sich das an? Die ist doch jung und schön. Und ich als Ich-Erzählerin spiele ihr dann quasi einen Ball zu, was, wieso, die kriegt da doch viel Geld für, warum bist du denn, seit wann bist du prüde? Das ist die Paula, meine Lieblingsfigur übrigens, eine wunderbare alte Frau. Und die sagt, nee, das hat mit Prüde nichts zu tun, sondern sie liefert sich aus. Sie liefert sich respektlosen Blicken aus und sie sagt dann, was will die, was macht die, wenn sie alt und runzelig ist? Bringt sie sich dann um, wenn alles das, was ihren Wert ausgemacht hat, verwelkt ist? Und das ist durchaus auch was, was man eben, worüber man nachdenkt, wenn man in dieser klösterlichen Welt lebt und dann eben ganz neu konfrontiert wird. Man lernt auch die Welt, in der man sich bislang bewegt hat, noch mal neu sehen. Dass es wirklich so ist. Ich hatte mich vorher nicht drüber gewundert. Man lebt jeden Tag damit, dass irgendwelche gut gebauten Jungs oder Mädels mehr oder weniger bekleidet irgendwo prangen, Meter groß teilweise. Aber dass man mal darüber nachdenkt, dass das natürlich auch etwas über unsere Gesellschaft sagt. Und das, ich finde das, und wie gesagt, die Frage nach der Sexualität ist schon so, das ist eine andere Art Leben, es ist nicht der Fokus darauf. Und es verändert auch ein bisschen den Blick, ja, vielleicht sogar auf Schönheit, auf was macht einen Mensch schön, was macht ihn begehrenswert, was macht ihn aus. Und da fand ich schon dieses Leben in dieser Gesellschaft, die eben auch sagt, nein, den Menschen macht etwas anderes aus. Und der Wert eines Menschen wird jetzt nicht durch Kleidergröße 34 oder ich weiß nicht, was ist bei Männern die Idealgröße? Jedenfalls, ne? Also so. Und nicht am Sixpack festgemacht und so. Und das fand ich auch,
auch ziemlich befreiend, muss ich sagen. Du musst eben nicht so und so aussehen. Eine ganz wichtige Rolle, wenn ich das richtig gelesen habe, im Buch spielt aber auch der Gedanke, dieses Aussteigen aus diesem beschleunigten Hamsterrad und aus dieser Leistungs- und Erwerbsgesellschaft. Und schwupps hat sie es aber dann doch auch im Kloster gegen Ende ihrer Zeit wieder eingeholt. Ja, ich hatte ja so ganz stark antikapitalistische Ideen und alternative Lebensformen. Natürlich geht man nicht ins Kloster, weil man antikapitalistisch leben will, sondern weil man seinem Leben eine tiefe religiöse Form geben will. Aber alle diese Ideen haben mich eben auch begeistert für diese klösterliche Idee. Und ja, das war dann eine Herausforderung der ganz eigenen Art, dann auf einmal die Aufgabe angetragen zu bekommen, sei jetzt Geschäftsfrau. Wobei genau, man sagen muss, die dieses Kloster mitbetrieben hat, die mussten sie neu aufbauen, neu strukturieren, ein ganz Computersystem da installieren, auf Vorderfrau bringen. Ja, bin ich heute noch froh, weil ich mich damit ein bisschen auskenne. Aber das lese ich doch schon richtig, dass das einer ein bisschen auch der Anfang vom Ende von ihrer Klosterzeit war, oder? Ja, auch. Also da, das eben in diese Zeit fällt eben auch dieser persönliche Konflikt, auch der Entfremdung von dieser Lebenswelt fällt eben auch da rein und wird durch diese Tätigkeit auch beschleunigt. Aber das ist natürlich auch eine subjektive Geschichte. Also ich habe Kontakt zu einer sehr netten Schwester, die auch eine Buchhandlung managt, das viel besser macht, als ich das je getan habe. Und die kriegt das in eins. Also die ist da ganz, ganz ausgesöhnt. Ich konnte das so nicht, weil es mich einfach zu weit von der Idee entfernt hat. Aber vielleicht auch einfach in einen Prozess, der schon in Gang war, eingegriffen hat und dann eben das beschleunigt hat, weil ich eben nicht Geschäftsfrau und mich nicht den halben Tag mit Abrechnungen oder Monatszahlen oder so beschäftigen wollte, ja. Und das Zweite war, dass dann sozusagen ein Mann die Liebe ins Leben trat. Das also, war ganz schön, ja. Und dann reifte eben in Ihnen der Entschluss zu sagen, ich glaube eben, diese Form stimmt für mich nicht mehr. Ja. Haben Sie noch, weil das ist im Buch, schreiben Sie, also Sie sind dann ja quasi in Nacht und Nebel fast da verschwunden aus dem Kloster, also ich übertreibe es jetzt ein bisschen. Haben Sie inzwischen wieder Kontakt zu denen? Ja. Wobei, haben die Ihnen verziehen, dass Sie so abgehauen sind? Die sind sehr fair und auch sehr, sehr offen, was das angeht. Die Grundeinstellung ist eigentlich immer die, es soll niemand bei uns leben, der das nicht möchte und der damit nicht glücklich und zufrieden ist. Ich hätte das etwas netter gestalten können, das stimmt, aber Trennungen, auch das ist ja eine Form von Trennung, kriegt man manchmal nicht anders hin, als sie sind. Aber ja, natürlich, ich muss auch sagen, ich habe für das Buch auch bewusst als Klammer fürs Erzählen gewählt, eben diesen Tag 1 und diesen letzten Tag. Mhm. Also die Klammer ist wirklich diese Zeit im Kloster. Und die Zeit davor und die Zeit danach wird nicht erzählt oder dann eben in Rückblenden die Zeit davor aufgegriffen oder angedeutet. Von daher ist sowohl der Anfang für den Leser wohl auch etwas abrupt. Zack, ist man drin. Und ebenso ist auch das Ende dann etwas abrupt, zack, ist man draußen. Also ich wollte mich eben erzählerisch genau auf diese Zeit beschränken. Und natürlich ist da hinterher noch einiges an Gesprächen gelaufen und so. Nein, die sind da sehr fair und sehr nett. Und ich habe zu einigen auch noch sehr netten Kontakt. Ja. Zum Schluss noch eine Frage. Wir sind nämlich auch schon fast am Ende. Glauben Sie, dass Sie jetzt sozusagen draußen im normalen Alltagsleben, wie wir es so alle mehr oder weniger irgendwie versuchen zu meistern, bleiben werden? Also Sie haben eben Mann und Kind inzwischen, leben in Berlin. Oder können Sie sich vorstellen, dass Sie irgendwie sagen, nee, eigentlich, also seit wie vielen Jahren sind Sie jetzt draußen? Seit Anfang 2000. Anfang 2000, also seit 7 Jahren. Wächst langsam wieder eine Sehnsucht danach, sagen? Nein, gar nicht. Nein. Also, ich muss auch gestehen, ich bin auch mit dem Experiment Klosterleben ist auch, ich bin auch nicht irgendwie kirchlich verwurzelt oder engagiert oder so. Das ist einfach nicht mehr, nein, auf keinen Fall. Ich habe eine wunderbare Familie und fühle mich sehr wohl und kann glücklicherweise jetzt auch das tun, was ich immer tun wollte, nämlich schreiben. Und nein, das ist eine Phase meines Lebens, die war oft schwierig, aber auch gut und auch wichtig. Und das ist aber dann auch mal gut. Und die ist auch jetzt erzählerisch abgearbeitet. Gut. Jetzt kann ich mich ganz neu in jetzt kommen Themen neue widmen. Bücher. Ich hoffe. Das hoffen wir auch. Herzlichen Dank, Frau Peters. Ja, mit einer wunderbaren Liebesgeschichte machen wir auch gleich weiter. Aber vorher mogelt sich noch mal flugs die Bestenliste dazwischen. Die SWR-Bestenliste Juni. Platz 5 bis 1. Platz 5. Jean Eschenoz, Ravel, Berlin Verlag.
der 52-jährige Ravel im Jahre 1927, kurz vor einer langen Amerika-Reise. Die Moderne tanzt. Ravel schreibt ihr die Melodie, seinen Bolero. Platz 4. Cormac McCarthy, Die Straße, Rowohlt Verlag. Nach der Katastrophe, zerstörte Landschaften, grauer Schnee, Eiseskälte. Zwei sind unterwegs, ein Vater und sein kränkelnder Sohn. Platz 3. Nicolas Baum, Briefe 1959 bis 1979, Wallstein Verlag. Der früh verstorbene Autor auf dem Weg zu einem Klassiker der Nachkriegsmoderne. Nach den Gedichten jetzt die Briefe und Briefwechsel mit Peter Handke, Günter Kunert, F.C. Delius, Günter Grass, Rolf-Dieter Brinkmann, Dieter Wellershoff. Platz 2. Werner Breunig, Rummelplatz, Aufbau Verlag. Ein großer Roman über die Jahre vom Kriegsende bis zum Aufstand 1953. Bisher unveröffentlicht, weil von der DDR-Führung unterdrückt. Im Zentrum die Wismut, der staatliche Abbaubetrieb für Uranerz. Platz 1. Peter Kurzeck, Oktober und wer wir selbst sind, Strömfeld Verlag. Alltage des Jahres 1983. Peter der Erzähler, seine Frau sein Kind. Nahberichte, die sich zu einem weiten Kosmos fügen. Die Bestenliste und eine Liste mit den Büchern der heutigen Sendung können Sie natürlich wie immer bestellen, und zwar entweder auf dem guten alten Postweg, und zwar beim SWR-Zuschauerservice, Stichwort Literatur im Foyer in 76522 Baden-Baden, oder Sie finden das Ganze im Internet unter www.swr.de/literatur-im-foyer. Jetzt aber zu meinem nächsten Gast. Er wurde gar nicht so weit weg von hier geboren, nämlich in Meßkirch. Dann hat er katholische Theologie studiert und später Germanistik. Er hat zahlreiche Gedichtbände, Romane, Erzählungen und auch Essays veröffentlicht, hat viele, viele Preise dafür bekommen. Der wichtigste war sicher der Büchnerpreis 1999. Heute ist er mit seinem neuen Roman hier. Komm, gehen wir. Ich sage aber erstmal herzlich willkommen, Arnold Stadler. Herr Stadler, wir haben gerade von Frau Peters viel übers Klosterleben gehört. Sie waren mal Seminarist in Rom in der Zeit, wo Sie Theologie studiert haben. Haben Sie jemals mit dem Gedanken gespielt, richtig ins Kloster zu gehen? Das sind ja zwei Welten. Die katholische Kirche bietet viele Möglichkeiten. Man kann Priester werden, man kann ins Kloster gehen, man kann heiraten. Also all dieses ist möglich. Ich wollte Priester werden, also nicht ins Kloster gehen. Das sind zwei verschiedene Dinge. Mhm. Das heißt aber sozusagen, den Priester mit der vollen zölibatären Packung, das hätten Sie eine Zeit lang attraktiv gefunden? Das hat mich eigentlich gar nicht interessiert, die Frage des Zölibats. Sondern wir wollen schon ernst sein, da kann man nicht einfach drüber wegreden. Es hat immerhin viele Jahre meines Lebens in Beschlag genommen, vorher schon, bevor ich das werden wollte. Die Berufung ist das, wissen Sie? Ich weiß nicht, Sie haben vielleicht auch eine Berufung empfunden, Schriftstellerin zu werden. Die hatte ich gar nicht. Mhm. Das bin ich einfach dann geworden. Ich habe eines Tages ein Buch geschrieben und dann merkte ich, ich bin noch nicht fertig. Und dann habe ich weitergeschrieben und jetzt sind es schon so viele Bücher. Das ist wahr. Ja. Und das Neueste ist ein ganz wunderbares, nämlich Komm, gehen wir. Ich versuche jetzt mal, dieses Buch unseren Zuschauern ein wenig näher zu bringen. Drei Figuren stehen hier im Zentrum. Zum einen haben wir einen Arnold, der versucht mal kurz mit der Balletttanzerei, was in dem Provinzdorf, woher er stammt, nämlich nach Himmelreich, die dortige Verwandtschaft zu der sehr uncharmanten Formulierung hinreißt, er lässt sich jetzt ficken. So ganz falsch ist der Verdacht nicht. Mhm. Immerhin verliebt sich nämlich jener Arnold in einen Amerikaner namens Jim. Richtig kompliziert wird die Lage jetzt allerdings dadurch, dass es noch eine Rosemarie gibt, die nämlich Arnold inzwischen eigentlich heiraten soll. Also die haben sich irgendwie in Freiburg zusammengetan. Die patente Rosemarie studiert Medizin. Und sie fahren zusammen auf Capri. Eigentlich wollten sie nur braun werden, sie wollten sich nur bräunen. Aber dann stolpert ihnen jener Jim über den Weg. Und der verliebt sich aber nun auch irgendwie in Rosemarie. Und irgendwie landen sie also nun alle zu dritt im Hotelzimmer. Diese Geschichte spielt 1978. Hm. Gab es einen besonderen Grund, warum Sie ausgerechnet das Jahr 1978 gewählt haben? Ja, das ist ja das Dreipäpste-Jahr.
Und das ist sozusagen ein katholisches Gerüst für die Geschichte. Aber ich muss Sie schon korrigieren. Gut, der, tun Sie das. Der Held heißt nicht Arnold, sondern Roland. Ich heiße Herr Arnold. Herr Stadler, denn das kommt aber davon, wenn man Anagramme bildet. Ja, das, ist das, das haben Sie sehr gut erspürt. Also Kompliment. Das ist nämlich eine, genau eine Substitution, Buchstabe für Buchstabe, Roland und Arnold. Arnold. Ja. Und dann kommt noch eine autobiografische, wenn Sie schon auf das Autobiografische hinfragen, noch eine autobiografische Komponente. Das ist der Nachname, der heißt Nesensohn. Und da habe ich noch mal adoptiert, so hieß nämlich meine Urgroßmutter. Und also hat das Buch auch durchaus mit mir, dem Autor, zu tun. Nur diese, ich muss Sie noch mal korrigieren, dieser eine Satz, der heißt etwas anders. Der heißt, glaube ich, Tanzen hieß zu Hause, er lässt sich jetzt ficken. Genau. So rum. So rum heißt es. Ja. Genau. Aber das ist ja alles, das ist ja alles nur ein einziger Erzählstrang. Mhm. Es sind ja zwei. Wie Sie schön sagten, der erste Satz des Buches heißt, eigentlich waren Sie nur zum Braunwerden hierher gekommen. Und dann treffen Sie auf die verstörende Macht, beide nämlich, nicht nur dieser Roland, sondern auch seine Freundin, die bald heiraten wollen im November, treffen auf diesen Mann, auf den Jim. Ja, und dem Buch ist, es geht nicht um Sexualität oder ums gefickt werden oder ficken oder so, sondern um die Liebe. Das ist das Thema des Buchs. Ein Schriftsteller hat ja nicht viele Möglichkeiten, es gibt wenige Möglichkeiten, wissen Sie ja auch, als Schriftsteller, Schriftstellerin. Wir können nur variieren. Es kommt darauf an, dass wir, wie wir etwas erzählen. Nicht, dass wir etwas erzählen, das ist langweilig, sondern wie wir eine Geschichte erzählen. Und das habe ich versucht. Ich habe dem Ganzen eine Frage vorangestellt. Diesen Selbstzitat, die kommt bei mir in einem anderen Buch vor. Was ist Lieben? Was ist Liebe? Was ist Lieben? Ist es ein Tu-Wort? Tu-Wort hat man in der Schule gesagt, wissen Sie vielleicht noch, ja, im Badischen und im Württembergischen auch. Tu-Wort ist ein Verbum. So sagte man früher, erst für die Kleinen Tu-Wort. So fing es mit der Sprache, mit der Klassifizierung, mit der Grammatik an. Ja, was ist Leben? Ist es ein Tu-Wort? Bevor ich darüber nachdachte, wusste ich es noch. Und das Ganze nimmt dann immer wieder, kommt darauf zurück. Das ist so eine Art Leitmotiv, die Frage, was ist Leben? Am Ende ist es eine, eigentlich eine ganz, auch in dem Kapitel, das heißt ja, ja, also eine ganz zuversichtliche Wendung nimmt das, dass Lieben eine Form von Sehnsucht ist. Lieben ist das Warten auf die Liebe. Das erfährt er dann so. Der ist nämlich Schriftsteller geworden. Das ist das, was der Roland glaubt. Aber es gibt ja andere Modelle, würde ich sagen. Also zum Beispiel diese Rosemarie, die hat einen viel pragmatischeren Zugang zur Liebe. Also deren Lebensmotto ist ja eher, Probleme sind dazu da, dass gelöst sie gelöst werden. Die ist Chirurgin. Das heißt Handwerkerin auf Deutsch. Und der andere spinnt, der andere ist, dieser Roland ist ein Linkshänder im Kopf, sagt er von sich selbst, nicht? Und das ist eine ganz pragmatische, wie man so sagt, patente Person. Allerdings ist das Wort Patent in dem Zusammenhang von Liebe nicht gerade erektionsfördernd. Aber ja. Das haben Sie jetzt so gesagt. Ja. Dieser Jim hat aber, glaube ich, wenn ich das richtig verstehe, noch mal ein bisschen einen anderen Zugang zu diesem ganzen Komplex. Der ist sowas wie so ein katholischer Hedonist, oder wie soll man das nennen? Also, weil der hat interessanterweise nämlich zwei Dinge in seinem Koffer. Einerseits Gebetsbücher und andererseits Pornohefte. Also ein katholisches Ferkel vielleicht. So ja, ich wollte nämlich jetzt gerade fragen, ist das sozusagen ein logischer oder vielleicht nachgerade zwingendes Begleitgepäck? Also der bekreuzigt dich zum Beispiel. Also der ist nämlich der hier deutlich am Promiskisten unterwegs ist. Ja. Dieser Jim. Und aber jedes Mal bekreuzigt er sich. Der hat eine sehr katholische Biografie. Mhm. Und wenn Sie, Sie hatten vorher gesagt im Gespräch mit Frau Peters, dass Ihnen diese katholische Lebenswelt nicht sehr vertraut ist, dann können Sie es auch reservieren. Eigentlich ist es eine Möglichkeit, ach, was soll ich da sagen? Führen wir hier ein Gespräch. Wir versuchen ist ein Gespräch. Mit dem Reden ist es so eine Sache, oder mit dem Sprechen. Auch für Schriftsteller, nebenbei gesagt. Manche sind auch als, manche Schriftsteller, deren Kapital ja die Langsamkeit ist und das Schreiben.
und das langsame Erarbeiten von etwas. Manche sind aber auch virtuos im Sprechen und im Reden, aber nicht alle. Und hier sitzen wir jetzt zusammen und das ist eine Talkshow-Situation. Eigentlich ist ja kein Gespräch, sondern Sie stellen Fragen und ich antworte. Und wir werden dann auch noch von, ich weiß nicht, hier von sehr netten Leuten, die zuhören, zum Zuhören verurteilt sind, beobachtet. Ja? Und dann noch eventuell in 2 Wochen oder in 4 Wochen noch mal 50 oder 100.000 Leute. Und die sehen uns, die sehen mich jetzt hier sitzen. Und ich bin nur Schriftsteller und bin eigentlich, habe mir zur Aufgabe gemacht, ganz langsam zu sein. Und das ist eine Kategorie, die im Fernsehen gar keinen Platz hat. Nicht? Langsam nachdenken und dann auf diese Weise. Das Schreiben ist ja was Einsames auch. Und was auch das Lesen. Sie empfehlen in Ihrer sehr schönen Karte da, nehmen Sie ein Buch mit ins Bett. Also dann sind Sie zu zweit. Diese Art von, ich habe noch nie ein Buch mit ins Bett genommen. Ehrlich nicht? Sie haben noch nie im Bett gelesen? Ich lese, nein. Noch wo lesen Sie denn? Ganz, immer im Sitzen. Warum? Ich kann nicht im, warum? Weil ich im Bett was anderes mache, da schlafe ich. Mach nicht im Bett, da schlafe ich. Nein, lese ich nicht im Bett. Aber das finde ich erstaunlich, weil also gerade, also wenn wir über Intimität und intime Vorgänge reden, also ich finde Lesen in der Tat einen wahnsinnig intimen Vorgang. Ja. Und von der Seite her würde ich doch sagen, ist nach gerade das Bett der ideale Ort für diesen intimen, also ich kann zum Beispiel im Zug nicht gut lesen, das finde ich obszön. Mhm. Wenn ich lese und da gucken mir so viele Leute bei zu. Wenn die Leute den Umschlag sehen, dann wird es mich auch stören. Aber ich mache dann immer, vor allen Dingen, wenn ich in einem eigenen Buch lese, was ja auch vorkommt, ich muss mich ja vorbereiten. Ich klappe das ein, nicht, dass man das nicht sieht, was es ist. Aber Sie wissen dann schon, was alle die denken, die um Sie rumsitzen. Hat ja nichts Besseres zu tun, oder? Was Sie so lesen. Also wenn man einen Herrn in einem Zugabteil, also sitzen sieht, und der hat so ein dezent, man würde sagen, in neutraler Verpackung. Oder ist, in was schlagen Sie das denn dann ein? In den Umschlag selbst, ich mache nur die Rückseite. Ach so. Dann ist es weiß, ein Blindband. So. Blindband. Aber die glauben schon, dass sie irgendwas lesen, was ihnen öffentlich... Also zum Beispiel, wenn man mit einer bestimmten Fluggesellschaft fliegt, da liegt immer der Playboy rum. Mhm. Und ich finde es ganz spannend, dass die Männer immer die Bunte nehmen und da den Playboy einwickeln. Also. Und das denken doch wahrscheinlich die Leute dann über Sie, Herrn Stadler, wenn Sie mit so einem Blindband im Zug sitzen. Das wäre mir auch egal. Aber es soll ja Schriftsteller geben, die lassen ihr Buch dann liegen, in der Hoffnung, dass es jemand mitnimmt. Nicht so kann man auch seine Auflagenzahlen steigern. Ja, das nicht unbedingt, aber den Bekanntheitsgrad vielleicht. Ja, das ist allerdings auch, es wird teuer, wenn man auf diese Weise, also ökonomisch rentiert sich das nicht, wenn man die Auflagenzahl auf diese Weise steigert. Ich habe mir aber fest vorgenommen, ich werde Sie jetzt schon wieder nerven, indem ich einen aus dem Kontext gerissene Szene vorlese, weil ich bewundere Ihre Eloquenz. Wirklich die schönste Sexszene, die ich, glaube ich, seit 3 oder 4 Jahren, also mindestens seitdem ich diese Sendung mache, nämlich jemals in einem Buch gelesen habe. Und ich hoffe, dass man die so kurz rauslesen darf, weil sie liegt, also weil der, für mich die Faszination dieser Szene ist, dass sie so wahnsinnig kurz ist. Und in dieser wahnsinnigen Kürze, finde ich, alles erzählt. Ist nur eine drin im Buch. Genau, die ist es auch. Ich denke, also da werden wir gleich sehen, ob Sie und ich dasselbe unter einer Sexszene verstehen. Ja. Wollen wir noch mal schauen, ob ich die richtige erkannt habe. Jim ruft nämlich nach Roland, weil Jim hat gerade geduscht und ruft irgendwie durch die Wohnung, dass er ein Handtuch braucht. Und Roland kommt auch brav mit dem Handtuch. Und dann kommen folgende 2 Sätze. Das Abtrocknen, eigentlich eine Sache von 1 Minute, zog sich in die Länge. Und danach mussten sie noch einmal duschen und brauchten 2 frische Handtücher. Und dann kommt in Klammern... Was ist Lieben? Ist es ein Tu-Wort? Hm. Ich finde diese Szene komplett hinreißend. Ich hoffe, ich habe die richtige erkannt. Das sehen Sie, dass ich da immer wieder, was ich schon sagte, über das Phänomen der Liebe nachgedacht habe, auch noch beim Erzählen. Das ist ja ein Schriftsteller, der das praktisch erzählt, das ganze Buch. Und von der Theologie herkommend, ich habe das Studium auch abgeschlossen,
beim Professor Lehmann, der ist heute Kardinal, also von der Deutschen Bischofskonferenz der Chef, ein ganz wunderbarer Lehrer. In Freiburg war das dann. Und da habe ich in der Theologie auch ein Traktat über die Ethik. Und da gibt es ja eine so eine Ars Amatoria, also eine, was ist Lieben eigentlich? Und da werden die verschiedenen Möglichkeiten des Liebens auch mehr katalogisch aufgezählt. Also Eros gibt es, dann gibt es Philia, Agape. Das ist Next und Agape und das gibt's alles. Caritas ist das dann im Lateinischen. Und mir geht es in diesem Buch nicht um die anderen Formen, sondern wirklich um diese eine Form. Aber das ist eine, die allerirritierendste. Das ist eine ganz verstörende, wenn man, ich habe es ja in diesem Vorsatz zu sagen versucht, wenn man darüber nachdenkt, ist die Liebe etwas ganz Selbstverständliches, man soll eben nicht drüber nachdenken, aber wenn man darüber nachdenkt, etwas ganz Verstörendes und Merkwürdiges. Und das Beschreiben dieser Merkwürdigkeit der Liebe und dieser Vielfältigkeit, auch der Wunderbarkeit, das war ein Impuls für mich, der mich zum Schreiben dieses Buches brachte. Und mit Komm gehen wir, mit dem Titel, haben wir ja zuerst einmal die Dimension der Verheißung, des Verheißungsvollen. Die bricht aber sehr schnell zusammen. Das ist im ersten Teil erzählt, ausführlich. Aber es bricht trotzdem, es ist ja nur ein Tag praktisch. Und dann kommen die Mühen der Ebenen. Das ist diese Zeit, wo die Liebe dann eine Form von Erinnerung ist, die einer vergegenwärtigen kann oder muss sogar, weil er nicht darüber hinauskommt. Und im dritten Teil ist es dann, und dann ganz am Ende, das letzte Kapitel heißt ja, wird es fast schon metaphysisch, ist ein Einverstandensein. Also ein auch mit dem Nichtgeglückten. Das ist dann eigentlich eine, schon etwas eine, nimmt das eine Wendung, aber zum Glück erst auf der letzten Seite. Eine Wendung ins Metaphysische, ja. Also einverstanden sein, ein Ja sagen, auch zum Nein, ja. Würden Sie mir recht geben, dass, Sie haben bisher das Schreiben, also es wurde immer erwähnt, dass er Schriftsteller ist, dieser Roland ist Schriftsteller, ich sage diesmal nicht nochmal Arnold, dieser Roland ist Schriftsteller, dass dieses Leben, Lieben, Schreiben, dass das eigentlich das Zentrale, also im Grunde ist das auch eine Dreiecksbeziehung, also es geht nicht nur um diese drei Charaktere, weil es gibt so eine Kette, die sich dann auch so im letzten Drittel durch das Buch zieht, wo er sich fragt, vielleicht war es doch leichter, einen Liebesroman zu schreiben, als zu leben. Und das wird immer in neuen Drehungen, wird dieses Leben, Lieben, Schreiben und gesteigert. Das wäre zu, wie soll ich sagen, das wäre noch an der, das ist sehr, sehr gut beobachtet, aber für den ganzen Erfahrungshorizont noch zu wenig. Es kommt nämlich noch der Tod dazu. Das ist die Voraussetzung auch zum Schreiben, glaube ich, dass man weiß, dass man sterben wird. Und das macht aber das Leben umso schöner und so wertvoller. Also das ist eine, vielleicht, weil ich aus Mestkirch komme, das ist ja die Hauptstadt des Todes eigentlich in der Philosophie, da kommt Heidegger her und das... Und der Angst auch, das Wort Angst kommt, führe ich direkt auf Mestkirch zurück. Der Heidegger hat das in die Philosophie eingeführt und von da wurde es trivialisiert und kam dann wieder in den Diskurs hinein, ja. Herr Stadler, gut. Ich werde Sie jetzt angstfrei erlösen. Ich bedanke mich ganz herzlich für das, vielleicht war es ein Gespräch. Herzlichen Dank. Dankeschön. Meine Damen und Herren, zu Hause und hier in Baden-Baden, bei Ihnen danke ich mich in jedem Fall fürs Zuschauen, fürs Zuhören, fürs Mitdenken. Wir machen jetzt erstmal Sommerpause und ich hoffe, dass Sie ein paar wundervolle Monate verleben. Und am 14. September, jawohl, am 14. September sind wir wieder da. Und Herr Stadler hat mir die Pointe heute ja eigentlich schon versemmelt. Ich sag's trotzdem nochmal,
Nehmen Sie ein gutes Buch mit ins Bett. Bücher schnarchen nicht.